Hallo und herzlich willkommen zu diesem Baubericht der Donna Diana. Es ist nur ein kleines Modell, gerade einmal 20 cm lang. Ich baue es im Maßstab von 1 zu 250 und es hat 237 Teile. Herausgegeben wurde der Bausatz vom HMV Verlag und kostet 8 Euro. Hier sind wir schon beim Bausatz. Er besteht aus drei Seiten DIN A4. Zum Bau selbst brauche ich nicht viel. Zwei Scheren, Klebstoff und eine Pinzette reichen mir. Der Aufbau ist klassisch. Es gibt eine Bodenplatte und ein Spantengerüst. Dann folgen die Decks und die Aufbauten. Und dann ist das Modell auch schon fertig. Es gibt auch ein paar sehr schöne Ladungsteile, die man auch gut für andere Bausätze verwenden kann. Der ganze Bau hat vielleicht gerade eine Woche gedauert und es hat Spaß gemacht. Das Modell ist auch gut für Anfänger geeignet. Wie ihr sehen könnt, ist das Modell jetzt fertig geworden. Es ist ein hübscher Farbtupfer, der im Regal immer noch irgendwo Platz findet. Dieser Schiffstyp wird in Holland gebaut und ist auf der ganzen Welt in vielen Variationen eingesetzt. Die Donna Diana selbst fährt unter mexikanischer Flagge und wird im Golf von Mexiko eingesetzt. Damit kommen wir zum Ende dieses kleinen Berichtes. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss und auf Wiedersehen.